Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Simotrans. Ja, gerade irritiert gewesen, aber klappt schon, ne? Also, die sind unterwegs hier mit den LKWs, die bringen Backwaren und Eier hierhin und dann holen sie von da das Mehl und bringen das wieder zurück. Und es gibt einen kleinen LKW, warte mal, ich muss diese Nummernblock-Tasten nehmen, um da hinten besser hinzusteuern. Ja, die. Das Mehl wieder hier, nee, nicht dahin, das Mehl nicht dahin. Das Mehl da unten hin zur Bäckerei und von der Bäckerei fahren die LKWs halt die Eier dahin bringen. Jetzt ist die Frage, warum sind das so viele? Gibt es gerade da Eier, die da benötigt werden? 259, 200, eigentlich sollte kein einziger, oder ist das noch, ach nee, das ist vielleicht noch vom letzten Mal die Leertour, damit ich das da umstellen konnte von dem, sag schon, ja, Bahnhof hätte ich jetzt gesagt, aber nee, die haben sogar Eier an Bord. Ach ja, die Eier könnten ja auch zum Markt fließen und dann würden die trotzdem transportiert werden. Genau so ist es. Das würde bedeuten, da ist jetzt keiner unterwegs. Ups, jetzt habe ich den da schon. Ne? Die haben die Backwaren dabei. Es dürften hier noch keine Eier sein und die müssten da gleich abgelegt werden. Kann das sein? 253 Eier und hier kommen die Eier hin. Genau, passt. 24, 36. 48, 60 Eier. So, das passt. Ist nur die Frage, wie viel werden hier zwischengelagert, ne? Gut, die haben keine Eier. Die könnten, nehmen sie aber auch nicht da weg, wenn sie sie brauchen, ne? Glaube ich nicht. Wenn das jetzt hier unter 211 sinken würde, würden die neue Eier haben wollen, dann würden die aber direkt kommen. Die würden nicht hier weggenommen werden. Da kommt jetzt aber schon der erste LKW, den ich nicht erwische. Aber da. So, der nimmt jetzt Backwaren mit, ne? Ja. Die anderen beiden. Oh, der eine hat auch Eier gepackt. Das ist doch schön. Dann wird das abwechselnd gemacht, das ist gut. Läuft. So wollten wir das. Gut. Ja, dann müssen wir ab und zu mal hier reingucken, ob das nicht überfüllt ist. Das sollte aber eigentlich nicht unbedingt passieren, ne? So. Was macht die Klosterbrauerei? Die produziert Bier, die hat Getreide, kommt immer permanent an, oder? Und der Hopfen, der kommt selten an, weil 5 Tonnen werden da nur gebraucht. Getreide wird gerade angeliefert. Ja, 10 Stück wieder gekommen. Und wie sieht es hier mit Bier aus? 126 Paletten, das sieht so aus, als ob das einigermaßen läuft. Gut, dann gehen wir mal in die Fahrzeug, nee, nicht in die Kurse rein, in die Fahrzeugliste rein. Entschuldigung. Gewinn machen, ja, der Bus hier, wo fährt der denn jetzt rum? Also Nahausen, da war nur eine Bushaltestelle. Ne, zwei sind es dann doch schon. Und die hatten wir falsch gebaut, auch noch, genau. Naja. Er hat einen Passagier da drinnen und die fahren so ein bisschen hin und her, ne? Der hat 100 geladen. Wo ist denn der andere jetzt? Das hatten wir auch so ein kleines Problem mit. Dass sie aufeinander fuhren, ne? Ah, der andere fährt aber gerade in die andere Richtung und hat 98. Das passt also. Gut. Der ist da unterwegs, kriecht jetzt hinter dem großen Bus hinterher gerade, aber das ist alles okay. Jo. Dann das zu. Wo ist er am Fahren? Okay, der fährt da diese Strecke ab. Ist auch nicht so der Bringer, aber ist halt so. Ja, das ist hier so eine Perlenschnur, ne? Die Stadt. Und unten ist halt die Sehenswürdigkeit. Ja, das bleibt so. Okay, die sind jetzt gerade frisch am Fahren vielleicht auch, ne? Wo ist er? Ja. Da muss man auf Dauer gucken, wie sich das mit den LKWs entwickelt, ne? Mühle Markt. Eier Adenau, Mühle Markt. Wo fährt der denn dann lang? Ach, der fährt von der anderen Mühle, die kleine. Das ist nicht die norddeutsche Mühle. Genau, das ist diese Mühle. Das passt dann schon. Da müsste man nur mal gucken. Gerste und Weizen liegen da ohne Ende. Und wer will denn diese viele Gerste und Weizen haben? Das ist die Frage, ne? Über Radolfzell nach, ja, zur
Süddeutschen alten Getreidemühle. Das ist nicht die, ne? Das ist die Mühle. Die Süddeutsche ist da oben. Mal gucken, ob hier irgendwo welche unterwegs sind. Die müssten dann hier noch abbiegen, ne? Vielleicht der da? Ne. Vielleicht der? Getreidehof, ne? Ne. Die Frage, wer da fährt, ne? Ich glaube, da müssen wir einen anderen Weg machen. Warte, wo sind wir da? Nee, schon zu weit weg der. Müssen wir gerade reingucken, wer da fährt, ne? Ach so, der fährt von da nach da auch noch. Details. Getreidedöbeln, Süddeutsche Getreidemühle. Fahren einige, aber wo ist das? Okay, das ist da. Das ist gleich um die Ecke, oder? Ja. Heißt das Döbeln alles hier tatsächlich? Süddeutscher Getreidehof heißt das auch, ne? Mühle Markt, ist klar. Döbeln, Südostwald, Mühle. Mühle Mark, da fährt der, na, drei LKW sind es dann tatsächlich. Und das sind zwei, die kommen von da. Okay, das ist schön. Dann ist das auch egal. Das war jetzt Südostwaldmühle. Dann haben wir noch diese Strecke. Und der steht irgendwo anders im Stau, oder was? Was macht der da? Ach, das ist auch der Getreidehof. Okay, der wartet auf Ware. Und auf dem Rückweg? Nee. Irgendwas passt hier nicht. Ach so, nee. Jetzt, ich guck gerade das Falsche danach. Ich muss nicht Gerste und Weizen liegen hier so viel, klar. Das wird nach da hinten gebracht. Ah, das Getreide wird von da hinten nach hier hingebracht und auf dem Rückweg wird auch von hier was nach da hinten hingebracht. Und dann wird das von diesen sozusagen über den Getreidehof nach hinten zu der norddeutschen Mühle gebracht. Alles klar. Aber da die da hinten gerade voll sind, liegt das hier so. Okay, auch interessant. Könnte man ja schon fast sagen, fahren wir hier direkt, ne, bei so viel, so einer Menge. Aber dann würden wir die LKWs hier auch recht viel blockieren, ne? So, und wenn da nichts kommt, ja, der steht dann im Stau, ne? Ist das der gleiche, der dahin will? Döbelmühle, Betriebshof, ja, und das sind vier Fahrzeuge, die nach da hinten sollen. Und die Mühle hat schon Überschuss sozusagen oder schon genug Mehl und Getreide und macht da nichts mehr. Deswegen stehen die hier auch. Aber die anderen bewegen sich ja noch, ist ja alles gut. Ja, und wie sieht's hier aus mit denen? Die haben reichlich, ne? 144 Weizen. Versorgung ist schon durch die anderen hier gewährleistet wahrscheinlich. Gut, nochmal hier rein. Haben wir da noch einen Stadtbus, der in Adenau fährt. Ja, da ist alles in Ordnung noch. Was ist denn das für ein Laden?
Scheune für landwirtschaftliche Produkte und Geräte. Der Besitzer wollte unbedingt mal etwas Ausgefallenes, um sich von seinem Nachbarn abzuheben. Ein rundes Haus oder was? Alles klar, sieht cool aus. Gut. Naja. Okay. Ja, der Stadtbus, der fährt, der muss dann noch hier größer werden, damit er noch besser fahren kann. Ah, jetzt habe ich es wieder ausgemacht, den brauchen wir doch noch. Da sind Eier, Mühle Markt, ne, Zucker, Döbeln, Altenau, okay. Zucker, Döbeln, Altenau. Ja, die fahren alle knapp so minus ein, ne? Was ist das für ein Bus? Floto fährt der rum. Okay, da wächst noch was wieder. Wird schon werden noch mit dem ganzen Sachen. Dauert halt. Ah, wo ist er denn jetzt hier am Fahren dann? Okay, von da. Und der macht schon miese. Das ist nicht gut, wenn er miese fährt. Müssen wir mal überlegen, was wir mit diesen ganzen Fahrzeugen dann machen, wenn die alle so knapp miese machen. Wo steht er? In welchem Depot? Brauchen wir den nicht mehr? Dann machen wir den weg. Gut. Da ist keiner mehr dann auf der Liste. Wo ist er denn jetzt hier? Das Depot ist. Ne, das war die falsche Taste wieder mal. Da ist es. Der steht da im Depot. Nehmen wir von der Linie runter erstmal. Und der steht auch, aber der ist blau. Das heißt, den können wir ausmustern. Verkaufen. Das ist jetzt der. Und das ist der. So, fertig. Und das normale anhängen, ne? Was mit diesen LKWs dann alle? Gute Frage, ne? Wo steht der? Hier unten im Depot. Ja. Steht der auch in dem Depot? Ja. Ja, zack, erstmal runternehmen alle hier. Die waren alle da oben, ne? So, dann haben wir hier einen, der steht irgendwo im Stau gerade. Warum fahren die denn hier nicht hin? Ist doch alles frei. Weil das Schild an der falschen Stelle steht, sehe ich schon. Super, oder? Oder ist es, ich denke, das ist an der falschen Stelle da. Nee, das ist an der richtigen Stelle. Aber warum fahren die dann da nicht irgendwo anders hin? Weil der wahrscheinlich auf die hintere Parkposition wartet. Werden wir sofort wissen. Wenn der nämlich wegfährt, dann fährt der dann vor, wetten. Ja. Sieht ganz danach aus, ne? Und der wartet jetzt auch, bis der da weitermacht oder was? Nee, der rückt vor bis zur vorderen Stelle, dann geht's. Und die anderen fahren dann hier lang. Das passt dann. Und dann können die auch weiterfahren. Es ist schade, dass die da nicht überholen, die geradeaus wollen, ne? Gut, okay. Der Stau löst sich dann jetzt auf. Und das alles, weil einer nicht fuhr. Krass. Ja, und die anderen fahren hier schon alle schwarze Zahlen. Das ist doch schön. Hier haben wir noch was zum Austauschen eigentlich. Brauerei Markt. Der hat jetzt gerade Paletten geladen. Dann lassen wir mal so. Dann werden wir Brauerei Markt aber mit neuen LKW bestücken. Und da haben wir ja noch welche hier, ne? Brauerei Markt. Starten.
Wir sind denn auf der Linie drauf? 1, 2, 3. Das bedeutet, die mustern wir gleich alle drei aus. Schicken aber noch weitere darauf. Gut. Starten noch. Fast. So. Den machen wir mal zu. Der ist jetzt der. Dann zum Depot bitte. Und der ist noch voll. Und der letzte ist leer. Der soll auch dann zum Depot fahren. Aber hätten wir eigentlich auch gerade sofort verkaufen können, ne? Das zu, das zu. Nein, das will ich ja gar nicht verkaufen. So, ist noch einer angekommen, ne? Ist noch einer oder ist der noch nicht? Ne, der ist noch nicht. Ach so, der war auch noch nicht, weil der vorher noch irgendwo rum. Der fuhr noch irgendwo rum. Frosch im Hals. Gut, passt. Dann der. Gut. Da kommt er gleich. Dann können wir den auch ausmustern. Ja, und der andere LKW, ne, der ist noch nicht, ne? Und weg. Passt. So. Blau haben wir aber doch da noch. Und wo fährt der rum? Der holt gerade den Trecker. Der fährt hier in Radolfzell rum oder wo? Sieht so aus, ne? Natürlich den falschen erwischt, ist klar. Und der fährt auch da oben rum, deswegen geht er auch gar nicht auf, ne? Jetzt konnte ich wollte gerade sehen, wie viel der von der vom Getreidehof transportiert, aber ist jetzt auch egal. Ja, der fährt auf jeden Fall schwarze Zahlen. Und das Ganze läuft in Radolfzell, ne? SB Radolfzell, Stadtbus Radolfzell. Warum fährt der nicht? Blockiert. Oh, schade. Das ist nicht gut gelaufen. Der will dahin, während der da wartet. Das passt nicht. Müssen wir noch eine Schiene bauen und dann geht das vielleicht. Dieses Signal hätte dann nicht stehen dürfen, ne? So, jetzt kann der weiterfahren, oder? Und der auch. Und das müssen wir da wegnehmen. Warte mal, das war da mitzulösen. So, jetzt sieht das gut aus. Warum der jetzt nicht weiterfährt, weiß ich noch nicht, aber ach, der wird wahrscheinlich. Ne, der ist ja auch blockiert, steht da, ne? Gut. Das schließen, das schließen. Das schließen. Lupe annehmen. Fahrplan. Chemiewerk fertig und fahr. Fährt. Sollte funktionieren, oder? Ja, fährt er da lang. So. Da ist eine Linie, wo gar nichts mehr jetzt los ist. Eier, Adenau, Radolfzell. Ja. Können wir löschen, ne? Gut. Das alles schließen, das auch. Die Staus sind ja jetzt weg. Die lösen sich, sagen wir mal, besser auf. Weg sind sie noch nicht vielleicht. Ja, und dann würde ich auch sagen, soll es erst für die Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.